Wir betrachten unsere Arbeit als eine Art von künstlerischer Forschung, und zwar auf zwei Ebenen. Einmal geht es dabei um eine Materialforschung. Da beschäftigen wir uns mit Techniken und Verfahrensprozessen und versuchen uns eigentlich permanent Materialien anzueignen, wie Kunststoff, Holz und Stahl oder eben auch Aluminiumguss. Das andere ist eine inhaltliche Forschung, in der wir uns mit verschiedenen Themen befassen, wie zum Beispiel dem Technological Sublime, bei dem es um eine Auseinandersetzung mit Erhabenheit als Phänomen im Allgemeinen und an speziellen Orten, wie zum Beispiel dem Hoover Dam in Nevada, den Pyramiden in Gizeh oder einem riesigen Containerschiff. Ein wichtiger Teil unserer Forschung zum technologischen Erhabenen ist dabei vor allem die eigene Erfahrung des Erhabenen an entsprechenden Orten. So haben wir es zu unserem eigenen, quasi phänomenologischen Forschungsansatz gemacht, Recherchereisen zu solchen Orten zu machen und uns den dort gemachten Erfahrungen auszusetzen. Also die Gegenwart von großen technischen Anlagen und monumentaler Architektur zu spüren. Und so haben wir zum Beispiel eine Reise auf einem Containerschiff gemacht, um dem Gefühl, auf einem trägen Stahlkoloss langsam durch die Unendlichkeit des Ozeans zu gleiten, nachzugehen. Oder eine andere sehr wichtige Reise war für uns, ausgedehnt durch die USA zu fahren und verschiedene Orte der Technologie, Architektur und aber auch Natur zu bereisen und zu erleben. Der Begriff Event Horizon stammt aus der Astrophysik und steht für Ereignishorizont. Damit ist ein Grenzbereich um ein schwarzes Loch gemeint, hinter dem keine Information wie Licht und Strahlung mehr entweichen kann. Es ist sozusagen die Grenze des Erfahrbaren. Da kommt dann auch das Thema des Technological Sublime für uns ins Spiel. Diese spezielle Art der Erhabenheit dreht sich um das Gefühl bei der Betrachtung von menschengemachten Dingen, wie der Start einer Rakete ins All. Dieses tiefgehende Gefühl, was auch immer mit Unsicherheit und einem Schaudern einhergeht, beschäftigt uns momentan. Es gibt ein kleines Gedankenspiel, um sich einmal zu vergegenwärtigen, wie Erhabenheit im Kopf und vor allem dort funktioniert. Man stelle sich vor, man liegt mit dem Kopf im Gras und genau vor einem liegt ein Stein, auch im Gras. Handteller groß und rund. Dann schaut man von unten an diesem Stein hoch und stellt sich vor, es wäre ein Felsen in einem riesigen Bergmassiv. Je nachdem, wie gut die eigene Vorstellungskraft ist, kann man ein Erschaudern empfinden und sich der Majestät des plötzlich vor einem liegenden Gebirges nicht entziehen. Die Skulpturen von Event Horizon funktionieren ähnlich wie dieses kleine Experiment, in beide Richtungen. Sie können als Modelle verkleinert oder vergrößert sein. Man kann sich die Objekte als immens groß oder Nanometer gleich klein vorstellen. Der Betrachter kann sich in sie hinein vertiefen und seine Vorstellungen aktivieren. Wir wollen mit diesen Arbeiten auch Artefakte aus einer dystopischen Zukunft schaffen. Die Zerstörtheit, das Fragmentarische, das sie ausstrahlen, ist eine Vorstellung davon, wie die Dinge vergehen und sich transformieren werden. Die Skulpturen sind wie Objekte aus der Gegenwart, die in einer zukünftigen Vergangenheit wieder ans Tageslicht kommen. Insofern sind die Skulpturen auch eine Reflexion auf die Zeit und die Erhabenheit von immensen Zeiträumen, und sie spiegeln damit eine Vorstellung von Entropie wider und davon, wie irreversibel die Zeit ist.
Aber das funktioniert dann wie in der Science-Fiction-Erzählung, die zwar eine Geschichte über die Zukunft ist, aber Aussagen über die Gegenwart macht. Wir haben ein ganz generelles Interesse an Techniken und Herstellungsverfahren und Materialien und ihren Eigenschaften. Das heißt, wir betreiben es eigentlich als permanente künstlerische Auseinandersetzung, uns laufend Material und Techniken anzueignen und zu erforschen. Dadurch haben wir mittlerweile so etwas wie einen Fundus an Materialien und Techniken. Und das heißt auch, dass bei der Entwicklung von neuen Arbeiten die Beschäftigung mit Inhalten und das Erarbeiten eines Materials Hand in Hand gehen. Und es sind dann vor allem Entscheidungen über ein adäquates Verhältnis von beidem, die bei der Entwicklung getroffen werden. Im Prinzip ist unser künstlerischer Ablauf immer ähnlich. Wir fangen an, darüber zu sprechen, was uns gerade interessiert, was beschäftigt uns. Als Team muss natürlich viel kommuniziert werden, damit klar ist, wo der andere gerade ist. Und da das nicht immer so leicht geht, machen wir dabei permanent kleine Skizzen und Zeichnungen. Ich würde sagen, das nimmt den größten Teil unserer gemeinsamen Arbeit ein. Danach arbeiten wir meistens in einem 3D-Programm, um die Ideen zu visualisieren und auszuarbeiten. Dazu basteln wir gerne Modelle aus Papier und Pappe, auch mal in 1:1. Wichtig ist für uns, dass wir die Umsetzung dann eigenständig ausführen können. Hier kommt dann wieder die Aneignung von Material ins Spiel. Dabei geht es um eine Form der Durchdringung, eine Autonomie im Atelier. Die Arbeiten sind aus Aluminium und in einer Art Sandgussverfahren hergestellt. Wir fertigen die Skulpturen aus Styropor an und nutzen sie dann als Positive für den Abguss. Diese werden von uns am Strand vergraben, das flüssige Alu gießen wir dann in den Sand. Das Styropor verdampft und zurück bleibt die Skulptur aus Alu. Wir machen unsere Alugüsse selbst und haben den Prozess ins Freie verlegt und nutzen den Sand am Strand. Der ist genau genommen ungeeignet dafür, da er nicht stabil die Form hält, wie beim industriellen Sandguss üblich. Dazu kommen noch natürliche Faktoren wie unterschiedliche Feuchtigkeiten und organische Stoffe. Dadurch lässt sich der Guss nicht völlig kontrollieren und es kommt zu den Verformungen und dem zerstörten Charakter der Arbeiten. Nach dem Freilegen, was wie eine archäologische Ausgrabung abläuft, ist erst klar, wie die fertige Skulptur aussehen wird. Diese Transformation vom flüssigen, silbrigen Alu zu den verbrannten, metallischen Güssen ist ein faszinierender Moment für uns. Oft arbeiten wir in Form von raumgreifenden Installationen. Die haben dann einen Raumbezug. Sei es, dass sie von architektonischen Besonderheiten der Ausstellungsräume ausgehen oder dass sie auf die inhaltlichen oder kontextuellen Zusammenhänge des Ortes eingehen. Bei diesen raumbezogenen Installationen ist die Raumerfahrung und die Beziehung zwischen dem Objekt und dem Betrachter, also zwischen dem Werk und dem Schauenden, ein wichtiger Aspekt für unsere Überlegungen. Wir denken den Betrachter dabei nicht als ein körperloses Paar Augen, sondern als ein atmendes, handelndes Wesen. Die Galerie Marstall ist schon ein spezieller Raum. Sie ist kein wirklicher White Cube. Die Architektur ist rhythmisiert durch die zwei parallelen Säulenreihen im Saal und andere stillgelegte Raumelemente. Es gibt zum Beispiel nicht genutzte Türen in der Höhe der Wände. Oder auch das freigelegte Stück Wand, das die historische Farbgebung zeigt.
Als Vorbereitung für die Ausstellung im Marstall haben wir diesen erstmal als 3D-Raummodell am Computer nachgebaut. Ausgehend von der Möglichkeit, in der Galerie im Marstall auszustellen, hatten wir uns überlegt, die Arbeiten aus der Serie Event Horizon zu versammeln und einen Überblick über den Formenkosmos, der entstanden ist, zu zeigen. Unsere Idee war es, eine Art Landschaft zu schaffen, die aus einzelnen Plateaus auf unterschiedlichen Höhen bestehen sollte. Wir wollten den Eindruck entstehen lassen, dass diese Ebenen mit den Skulpturen über dem Boden schweben. Dafür war ausgehend von den Säulen eine Tragwerkskonstruktion geplant. Diese Landschaft sollte nicht geschlossen sein, sondern eher wie ein Archipel aus Inseln funktionieren, durch das der Betrachter gehen kann. Wir verstehen einen Katalog immer auch als eine Möglichkeit, Gedankengänge und Überlegungen zu den Arbeiten zu vermitteln und den Kosmos, der die Arbeiten hervorbringt, zu zeigen. Daher war es uns auch bei diesem Mal wichtig, Referenzmaterialien und Work-in-Progress-Einblicke festzuhalten. Entstanden ist dann ein Mix aus Abbildungen aus dem Prozess des Aluminiumgießens und von fertigen Arbeiten und Präsentationsformen. Es gibt zum Beispiel die historische Zeitungsseite ganz zu Anfang auf der ersten Doppelseite, die eine Abbildung des Mondes zeigt und aus dem 19. Jahrhundert stammt. Die Darstellung schafft ein Setting für die folgenden Seiten des Katalogs und ist ein langjähriger Begleiter von uns. Den Abschluss bilden dann einige Fotos aus unserer Studiopraxis allgemein, die dann auch einen Einblick in die Erprobung von Techniken und das Erstellen von Materialsamples geben.